Guten Abend, herzlich willkommen bei Schrauben in die Füße, live aus Christas Eck hier. Wir sind ja, auch wieder, genau wieder da. Immer vollzählig. Die Christa bewirtet uns heute wieder. Das ist doch wunderbar. Christa, zum Einstieg. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, Christa. Wir brauchen einmal eine Runde direkt Schnappes. Ja. Zack, am Tisch. Ne? Und da kommen wir auch schon zu unserem Gast. Unser heutiger Stargast ist der großartige Sepp Herberger. Ein Applaus. Ja, schönen Dank, Ackermann. Ja, ist ein Siegertyp. Ja. Die erste deutsche Weltmeisterschaft haben wir ihm zu verdanken. Nochmal vielen Dank dafür. Ja. Schön, gern geschehen. So, eine Frage habe ich jetzt mal. Wenn Sie jetzt so die neue Generation, diese Jungspunde, Jogi Löw und ne, damals so die alten Hasen, was ist so der Unterschied? Ist das so, also ne, damals, wie wir so Ihre Arbeit... Ja, das war dann einfach immer so, dass der Jogi macht seine Arbeit gut, hat es auch jetzt im letzten Spiel bewiesen, wunderbar die Mannschaft aufgestellt. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Aber ich will mal sagen, so Leute wie der Boss, ne? So, der Boss, das wollte ich auch sagen, dass du das endlich, Trainer, endlich auch einsiehst, dass das richtig war, mich einzusetzen. So, darauf trinken wir erstmal ein. So, tschüss. Herr Berger, nehmen Sie mal Stärkeres, wollen Sie mir einfach Bescheid. Nee, wunderbar. So, jetzt hier nicht lang schnacken. Kopf in Nacken, so. Ja. So, also. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Oh. Der Trainer ist nichts Gutes gewöhnt. Ja, Christa, wunderbar. Hallo. Kein Tee, nein, kein Tee. Ich kann dir was sagen, er hat es selbst gebrannt. Da steckt viel Arbeit und Schweiß hinter. Ja, Schweiß ist immer weit. Ja, Schweiß ist immer spät, da muss man schwitzen. Ich bin ein großer Fan. Und wenn Sie später vielleicht für meinen Sohn in Mattes so ein Autogramm. Ja, Christa, das machen wir aber alle danach. Ne? Wie gesagt, wir sind jetzt hier erstmal beim EM-Spiel. Jo, das machen wir. Von gestern. Und so, genau. Christa, bring nochmal über eine. Und wir müssen noch kurz über das Spiel von gestern reden. Also, das war ja selber Zeugen, sag ich mal, mit 3:0. Welche bist du auf dem Ötzi, ne? Ja. Ja, das kann passieren, das passiert in der Aufregung. Aber der ist im Moment, aber letztes Spiel hat er auch zwei Dinger verbockt, der ist ja wieder auf Schnüsschen gefallen. Ich meine, hätte mal ein bisschen mehr Liegestütze machen sollen. Aber der ist nie in Form, das ist ja ganz klar. Ja, also da kommt schon mal der Hinweis, also es gibt Fitnessprobleme der Mannschaft? Ich denke mal nicht. Ich denke mal nur, der Ötzi musste mal ein paar mehr Liegestützen machen. Also, wenn ich auch mich mal setzen. Ich habe mich besonders gefreut, weil eigentlich, wenn die Abwehr, dass der Boateng, dass der dann von der Abwehr auch quasi mal von hinten unser raus im Tor. Ne? Ja, dass der von hinten raus, dass der mal so einen reingesammelt hat. Das war von den Kerzen, klarer Schuss da. Ne? Schöne Dinge. Schönes Ding. Ja. Darum sind wir erstmal einig. Erstmal einen so, auf den Boateng. So. Boa. Ich sag Boa, hey, ihr sagt Ting. Boa, Boa, Ting. Boa, Ting. So. Ja. Wissen Sie, der Bruno, der spielt auch jetzt Fußball. Wenn Sie mal jemanden in eine Mannschaft aufstellen, ja, könnten Sie das vielleicht auch. Ich gucke mal, was der machen ist. Wir können nachher noch ein bisschen schwitzen. Ja, jetzt noch mal kurz zu dem. So. Was sagt ihr denn zum Draxler? Ich habe mal sensationell gespielt gestern. Ja. Ne? Das ist ein Ruhrgebietskind auch. Ja, ich muss trotzdem dazu sagen, beim Draxler dachte man, ja wunderbar, 5 Leute ausgespielt und dann wusste er nicht mehr weiter. Dann hat er irgendwie so... Der ist doch heiß. Der ist frisch, und dann... Das ist erstmal denkt man so, ja, macht er irgendwie, stirbt in Schönheit und auf einmal, ne, macht er weiter und wird belohnt. Ja, das war auch schön. Ein netter Junge ist er. Ich hab den Götze gar nicht vermisst. Götze privat. Den Götze hab ich gar nicht vermisst. Ich hab den Götze nicht vermisst. Ja, das ist ja auch mein Reden. Das habe ich ja auch letzte Sendung schon gesagt, der Götze, mochte ich gerne auf der Position, aber da ist ja auch jetzt so starker Ersatz gekommen, ne, sag ich mal. Wird der absichtlich rausgehalten, um ihn zu kitzeln? Also Herberger, würden Sie jemand rauslassen, um ihn zu heiß zu machen? Damals beim Rahn hat es ja auch ganz gut geklappt. Ja, dass man ein bisschen auf die Leistung kommt, der muss ja ein bisschen anspornen für die also für ihn. Der muss einfach mal. War ich da sauer, aber was war ich sauer? Also, boah, ey, wenn ich darüber immer, ich war sauer. Ja, aber das hat ja anscheinend gefruchtet, ne? Also, ja, das ist schon mal da. Warum war es ein bisschen Taktik, weil ne? Ja. Man muss ein bisschen, ne, wenn man so Kerle hat, dann muss man die ein bisschen im Vorfeld umschalten. Ich habe viel gelesen, dass er erwartet, der Bundestrainer auch, dass er jetzt mal die Tore schießt und im letzten Spiel ist es dann nicht so geglückt, viel gearbeitet, aber da kam halt wieder nur Schischine und kein Wumms, so wie ich das immer sage. Gut, aber muss man dann, also wie den Müller quasi mitziehen und die Chance geben und irgendwann, also wir wissen alle, Müller wird treffen. Also ist völlig klar, Müller wird im Endspiel treffen, ja, wissen wir alle. Paul, da lehn ihn mal nicht so weit aus dem Fenster, du. Ja, gut, jetzt kommen ja die Italiener. Also ich finde, Herr Ackermann, richtig, der kommt erst, der kommt in Fahrt, der braucht ein bisschen, diesmal braucht er einfach ein bisschen, der ist immer noch erschöpft. Ja, der ist ein Top-Mann, ne, keine Frage. Ne? Also da brauchen wir gar keine zwei Meinungen. Ne? Also lass ich mir aus dem X auch kein O machen, ne? Ja, lass ich mir aus dem X kein U machen und da kannst du auch keine Eule in Athen tragen. Aber was sagt denn das Volk dazu?
Christa. Ich bin das Volk. Ja. Ne? Ja. Ich finde, ich fand das schön, dass wir 3-0 gewonnen haben. Ne? Also eindeutig. Ja, aber Christa hätten doch wieder mehr sein müssen. Oder? Ach, jetzt hört mal, die Jungs haben richtig schön gespielt. Also da habe ich richtig gesehen, da war Feuer. Die haben immer abgespielt. Da wundere ich mich ja auch. Die haben immer den Ball. Kein anderer hat den Ball. Und lassen sich den nicht abnehmen. Wenn die anderen den haben, nehmen die den direkt ab. Also ich finde, das ist die eindeutig. Haben, im Gegensatz zu anderen Spielen, ja, die langweiliger waren, die haben früh gestört. Das war wunderbar. Ja, und letztendlich, wie gesagt, muss auch also ich sage gar keine Frage, dass wir jetzt Europameister sind. Naja, Aber guck mal, das war das Achtelfinale, Freunde. Immer ganz ehrlich, ist mal Butter bei den Fische. Samstag kommt er nochmal drauf an. So, und wer ist es denn dann? Spanien oder Italien? Ne? Italien 2-0 so, gewonnen. Dann zählt es wieder am Platz. Das ist ein Trauma, heißt das bei uns. 2-0. Ein Trauma. 2-0 hat Italien gewonnen. So, jetzt geht es also gegen Italien. Was sagt denn der Herr Bundestrainer? Wie sind denn die Chancen gegen Italien? Also, ich sage mal so, die Italiener, die sind so von der Art her, die stören immer. Also Die fallen immer. Aber die stören das Spiel. Wenn du da konzentriert, kannst du doch nichts aufbauen. Das ist ganz schwierig. Nicht der Torwart mit der Kappe auf? Nee, das ist der aus Tschechien. Aber das ist der Torwart, der schon über 40 ist. Ja, der Buffon, oder? Ja, du bist doch knapp älter als der. Na, so, darauf trinken wir erstmal ein. Ja. Da bin ich nochmal dabei, aber ich muss das Ganze immer ein bisschen aufpassen. Oh, danke, dass wir mal die Sendung übertragen können, Christa. Das ist wirklich nett von frisch dir. Frisch gebrannter. Ne? Und gestern der Umsatz war doch wahrscheinlich auch ganz gut, ne? Wenn das Spiel läuft. Ne? Dann, ja, deshalb habe ich ja auch die Kiste angeschafft. Mal, Christa, was war denn die letzte Woche? Da war hier so eine Putzfrau, die hat uns immer dazwischen gequatscht. Was war denn da los? Ja, du hast doch das Studio überlassen, dass wir sprechen wollen, da wollten wir gerade anfangen, aber da kommt ja so eine Putzfrau, so eine Schweizer Putzfrau. Ja, aber da muss ja auch mal sauber kommen. Ich kann das ja, aber das hättest du uns doch sagen können. Ja, da haben wir die halbe Sendung verplimpert. Ja, aber die ist doch nett, die kann euch, hätte doch fragen können, die kennt sich auch aus. Ja, mit nett war die schon. Sachen. So, kommen wir mal, Butter bei der Fisch, Tipp, Deutschland gegen Italien. Ist ein Trauma. Also das ist so viel Überwindungsarbeit. Ich halte mich da raus. Also, wenn ich jetzt was sage, ist eine Wunde, wo wirklich böse. So, wir haben ja so ein 5-0 gegen Christa. Also ja, weil gegen Brasilien war dann auch so. Das waren auch die Besten, die sie kriegen konnten. Aber 7-1. Ich sage nur 50 auf die nackten Fußsohlen. So, Entschuldigung, wer wurde jetzt gefragt hier? Entschuldigung. Also ich sage, es wird eng, es wird 3-2 für uns. Und wird ein Trauma auch überwunden. Also aber ich sag mal, Nachspielzeit. 2-1, auch für Deutschland. Klar, für uns. Aber klar. Wenn ich 5-0 gewinne, dann kriege ich von euch allen Schnaps so ausgegeben. Christian, dann brenne ich den Schnaps nächstes Mal selber. Und was ich bringe noch was Schönes mit. Ich wünsche mir Parfum. Und ihr kriegt allen so ein Auto. Perlwein aus dem Rohr. Aus Mangel mit dem Auto. Du wolltest ja, da nochmal nachfragen. Eine Sache noch. Also, als kleiner Tipp vielleicht für die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien. Kannst du mal erzählen, wie das damals war? Ja, das ist ziemlich gerne. Also Christian Breuer war nochmal zwei Schnappes kurz. Ja. Ne, und dann haben wir hier die Aschenbecher. Ja, für alle natürlich. Aber ich muss das erstmal stellen. Sepp, pass auf, du hast ja dabei, aber... Ich nehme mal hier. So, pass auf. Hier ja. Steht's auch. Genau. Zack, zack, pass auf. Das ist hier, das ist das Tor. Ne? Und hier das kurze, das ist der Grosic, ne? So, hier die Pilzkin, genau, danke. Das ist die Abwehrreihe. So, und ich sag mal so, ich bin eingekesselt von drei Mann. Da kriege ich das Ding, ne? Nicht mal auf links und peng. Da war er drin, ne? So, und dann waren wir Weltmeister. Ja, und das war ja auch war das Wunder. Ne? So, das Wunder. Und vor allen Dingen, das war ja sensationell, wir waren ja im Neuaufbau. Das Land hatte ja gar keine Perspektive. Ne? Und da haben wir schon einen großen Teil dazu beigetragen. So, wenn wir jetzt gegen Italien gewinnen, ist das auch ein Wunder? Das ist ein Wunder. Das sind alte Traumata, die da hochkommen. Ich glaube, das ist psychedelisch auch nochmal ein ganz schweres Brett. Also in diesem Sinne... Das ist angemessen, würde ich sagen. Dann müsst ihr noch eins trinken, du kannst doch nicht zum Schluss kommen. Also ich hier trinke noch auf unseren Sieg, auf unsere Traumata-Bewältigung am Wochenende. Ja. Vielen Dank auch an den ehemaligen Bundestrainer. Sind wir sorry, ich bring mal was auf Mannen mit. Oh, ne, das war schön. Ja, vielen Dank, Christa und Helmut. Ja, macht's gut. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Schrauben in die Füße live aus Kriegsers Eck. Macht das gut. Nein, aber zahlst du jetzt das noch von dem letzten Mal den Deckel auch? Ich sag immer, das machen wir gleich. Lass uns jetzt erstmal das Tipp.